Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei OktaTV. Ich bin's, der Jojo, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Let's Plays Mount & Blade Bannerlord mit mir, Jojo und Obo, unserem Kriegsfürsten, beziehungsweise mittlerweile König, König Obo. Genau, und wir haben gerade die Burg Kranirück verteidigt und jetzt wollten wir uns. Genau, wir haben uns um die Gefangenen gekümmert. Um die Garnison gekümmert, wo zwei Leute drin sind. Ups, das war keine Absicht. Aber schön ist hier. Genau, wir haben die ganzen Fuzis da rein und wir wollen uns jetzt mit unseren anderen Fuzis nach Weicheck begeben. Den ihren Clan will ich, wie gesagt, auch noch hier rekrutieren. Aber deren Anführer ist, keine Ahnung, wo irgendeiner ist, aus Kranero geflohen. Das nervt mich ein bisschen. Aber so ist das. Fast, der kleine Glut. Ein Lösegeld, es gibt kein Lösegeld. Wir gehen zur Festung, wir gehen zum Tavernenbezirk, wir verkaufen unsere Gefangenen. Wir können auch sonst so verkaufen, was wir. Was mit Getreide? Das wäre mal gut. Fisch wäre auch gut. Käse, komm, ich koche ich. Ne, nicht Getreide. Käse kaufe ich ab. Genau, was soll der Käse? Und können wir da noch ein bisschen. Oh, die ist halt auch eigentlich gut, die Axt, ne? Besser. Ich weiß es auch nicht. Das Schwert und sein Ding ist auch cool. Egal, wir verkaufen mal noch ein bisschen, was geht hier. Nicht ganz schön viel. So, 45k. Und dann könnten wir uns überlegen, nach Fintolk zu gehen und uns. Oh! Oder wir rufen einfach eine Armee aus. Los, 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 los. Kommt mal alle zu mir. Akatan. So, und die belagern. Wer hätte es gedacht? Dann gehe ich mal noch nach Fintolk und verwalte meine Garnison. Ah, da können wir doch mal noch. Gönnen wir uns mal noch ein paar von denen. Drei Heroes weg und 20 so. Das ist doch besser. So. Was ist mit euch? Ihr belagert also Kranirock. Nein. Ich weiß nicht, ob du das nicht besser sein lässt. Wir warten. I'm yours. So. Gut. Ja, die eine ist noch im Weg, aber. Ist die Sora denn? Ah, da kommt sie doch. Und auf die warten wir auch noch schnell. Kann ja nur ein bisschen dauern, bis die angreifen. Hey, elf Zoras Trupp. Ja, entsenden wir. Obos Trupp hat zwei Tote. Haben wir dafür sechs Level-Ups. Damit können wir umgehen. Und wir gehen in die Burg Kranirock und verwalten. Warum sind die alle geflüchtet? Kann aber wohl nicht wahr sein. Die wollen wohl trotzdem keinen Krieg. 9 Gefangene zu 2 Gefangenen und 1000. Es gibt keinen Frieden. Jetzt sind wir vielleicht für den Gegenschlag bereit. Ich habe nämlich die Schnauze langsam voll. Müssen wir jetzt eben auch mal in Angriff gehen. Warte. Für dich wird's
schlecht enden. Du kannst gar nichts machen. Kommst du weg? Karius erklärt mir den Krieg. Das ist schlecht. Es ist an der Zeit, Frieden zu schließen. Ja, definitiv. Der Tribut wird höher. Oh Mann. Aber ich kann mir das nicht leisten, mit denen im Krieg zu sein. Nicht solange mir Batania so noch auf die Nerven geht. Ich könnte meine Armee. Die sind alle auch nicht stark genug. Ich würde die Trupps versuchen. Lenrin wird angegriffen. Ihr werdet angegriffen von mir. It's been a while. Ja. Ihr wisst, dass wir uns im Krieg befinden. Ergebt euch oder sterbt. So. Wollen wir doch mal sehen. Dumpfig sieht's aus. Infantry! Charge! Archers! Loose for me! Mounted Archer! Follow me! Archers! Und ihr. Move! Rüber. Infantry, move! Move! Raise infantry! Forward! Horsemen! So, Sergeant, take command! Oh, Äxte. Da fliegen Äxte. Weg, weg, weg. Bowman! Move! Forward! Bowman! Forward! Move! Horse archers! Forward! So, schauen wir jetzt mal, was jetzt passiert. Also die stehen da in so einer halben Angriffsreichweite. Mit Shield Wall. Meine Kavallerie macht auf jeden Fall Sachen. Archers! Archers! Move! Was machen die jetzt? Cavalry! Out to Horsemen! Move! Horse Cavalry! Move! Kommt mal hierher. Mount Archers! Cavalry! Forward! Cavalry! Forward! So, jetzt zieht euch mal zur Seite. Arch Cavalry! Charge! Fighters! Give them hell! Gut. Und die Bogenschützen wird sich gekümmert. Er voll auf mir. Ja, ouch. Würden die fliehen. Cavalry! No! Archers! Kill them all! Viel ist nicht übrig von mir. Einer kämpft noch erbittert. Erbittert, erbittert. Help!
war's ja. Okay. Stiefel, herrschaftlich. Die nehmen wir doch mal. Klingt doch ganz gut. So, die nächste Armee. Eben auf unserem Weg nach Dunlanis. Wenn nicht Kranirok wieder angegriffen werden würde. ...16k minus... ...ist auch weniger nice. So, 290. Kranirok hat noch 42 Verteidiger. Wir warten noch mal ganz kurz. Und jetzt greifen wir das Belagerungslager an. 12 Tote. Aber dem ist nun mal, wie es ist. Nochmal zwei Parmigianer, schön. Auf jeden Fall schon wieder, na wobei es geht. Gar nicht mal so maßlos überladen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall einfach mal Ruhe vor den Batanianern. Das ist definitiv unser Ziel. Vielleicht löse ich die jetzt auch mal auf. Die Armee. Und lass die mal um sich wieder aufladen. Eventuell habe ich auch genug Power, um Dunlanis mehr oder weniger alleine zu... Nein. Habe ich nicht. Und wir haben unser Vermögen schmilzt aufs Derbste. Macht die Sache auf jeden Fall nicht unbedingt leichter. Eigentlich hat's mir fast nur hier einmal runter. Oh, Eregons Armee. Liebwin. Seine Truppen. Gut. So. Wir gehen noch mal Ronat. Und versuchen
zu handeln. K. So. Gehen wir weiter. $19.000 minus, Leute, das ist so abartig. Ich werde da auch $50.000. Okay. Dann hoffen wir auch relativ schnell wieder voll haben. So. So. Super, dein Kind zur Welt gebracht. Sehr schön, ich freue mich. Du wachst. Ja. Ja. Wir wollen wieder Krieg. So bleibt uns ja wieder nur eine Armee zu erstellen. Weil die ja safe wieder nach Panirok gehen. Jetzt belagern die natürlich als nächstes, gehen die nach ein weißer Frieden. Ach Leute, ein weißer Frieden also. Nein. Einfach nein. Noch komme ich klar mit dem. Mit 700 Mann könnte ich euch jetzt hier schon ganz schön. Aber kommt, macht euer Lager. Ah, okay, jetzt greifen sie an. Drei Verletzte. Lassen wir die mal auf 250, so. Belagerungslager angreifen. In seinen Truppen. Gibt es auf jeden Fall gut Erfahrung. Und dann gehen wir halt wieder nach Remtoil. Weil wird ja ein bisschen Zeit dauern wahrscheinlich, bis die soweit sind. Und wer hat mir jetzt? Blandia erklärt mir den Krieg. Oh nein. Jetzt wird es langsam wieder schwierig. Vor allem, weil ich immer ärmer werde. Durch die Tribute von
den ganzen Fuzzis hier. Ja, Leute, Tributerhalt von 1100. In Frieden. Könnte ich den anbieten. Ja. Friedensabkommen anbieten. 1,12k. Ja. Wir haben Frieden. Und wir bekommen Tribut von Batania. Das heißt, wir ratzen jetzt noch in die da rein. Landia wird mir halt wieder einen Krieg erklärt. Hat mir wieder einen Krieg erklärt, aber so ist es halt. Genau, und bevor wir jetzt gleich die Folge beenden, weil das werde ich auf jeden Fall. Ja. Nee, wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Ich fand es auf jeden Fall wie immer schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt haben wir das nächste Problem, das wir an der Tür haben. Ja, Landia hat uns den Krieg erklärt. Können wir wieder ewig gegen die kämpfen. Ja, Freunde, es wird auf jeden Fall nicht leichter hier in den Landen. Aber ja, Obo bleibt tapfer, das Königreich Katar bleibt tapfer und wird sich weiter behaupten. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn es euch gefallen hat, lasst uns auch ein Like da, abonniert den Kanal und seid informiert, wann es hier bei uns weitergeht. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer nur das Beste. Haut rein und see ya. Euer Jojo.